So, ein kleines Update. Ich war eine Woche auf einem Arbeitseinsatz, komme wieder und dann steht hier im Display 6P, nicht das, was jetzt. Doch, jetzt steht wieder 6P. Vorher waren auch 15, also Solar Voltage Low. Können wir mal schauen. Ich habe jetzt das Gepiepse auch mal ausgeschaltet. Es kommen 168, 65 Volt vom Dach. Das stimmt auf keinen Fall. ja. Und die Batterien sind scheinbar tot. Im Sinne von, der ganze Block hat nicht mal mehr 10 Volt. Das heißt, eine einzelne Zelle zum Teil 1, 2 Volt, nichts gut. So, man sieht, der erste Block hat nicht mal mehr 1 Volt Spannung. Der zweite Block auch nicht. Der dritte Block hat noch 1,7 Volt Spannung. Und der vierte Block noch 3,5 Volt Spannung. Ja, was ist passiert? Hat der Master Power es nicht geschafft, im Ende Oktober, Anfang November genug Strom in das Ding, in die Akkus zu bringen? Oder haben die Balancer mehr Strom gezogen? Ja, leider ist jetzt halt der Fall. Also der Master Power sagt jetzt, es ist keine Batterie angeschlossen. Es ist aber natürlich sehr wohl eine Batterie angeschlossen. Nur hat der ganze Block nicht mal mehr 10 Volt Spannung. Und ab 42 Volt macht er ja schon den Ausgangs-Shutoff. Also, ich werde jetzt mal jeden Block einzeln wieder laden. Mit einem ganz normalen Auto, 12 Volt Batterie, Ladegerät, was auch diese AGM kann. Und ja, dann probieren wir das Ganze wahrscheinlich nochmal, weil mir nicht ganz klar ist, was hier jetzt. Eventuell lasse ich tatsächlich mal die Balancer weg. Ich lasse mal die Balancer weg und schaue, was passiert. Was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen stört, dass der halt ohne Batterien tatsächlich nicht verwendbar ist. Das heißt, dass er nie den Ausgang anschaltet, auch wenn jetzt genug Volt vom Dach kämen, Watt und Volt, 165 Volt. Definitiv kommen da mehr wie 16 Watt. Er regelt einfach nur den Eingang runter, weil er gerade nicht weiß, was tun mit der Energie. Ja, die Energie könnte ja da reinfließen, aber das macht er nicht, solange keine Batterie angeschlossen ist. Also,